Willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Ich habe die Glocke nicht gefunden. Ich habe die ganze Stadt durchsucht. Denke ich, mir ist nicht so systematisch vorgegangen. Hatte ich auch wenig Lust zu. Bin überall nochmal rumgehüpft, geguckt, wo was sein könnte. Habe auch geguckt, ob man vielleicht da in die Mitte des Turms noch rein kann, weil hier irgendwie das Grab noch angezeigt wird. Was ist das eigentlich, Monolith? Das sieht ja auch noch nicht benutzt aus, diese Herausforderung. Wem die Stunde schlägt. Da oben ist aber auch schon abgeschnitten. Unten drin war auch nichts. Da kommen wir auch noch hoch. Nee, keine Ahnung. Keine Glocke da. Vielleicht ist doch eine da drin. Oder ich war einfach zu blöd. Hab sie nicht gefunden. Ich habe gerade geguckt. Hat mein Auge hier gerade was gesehen? Nee, sind einfach nur ein Haufen Seile, aber keine einzige Glocke. Na denne. Mit etwas Glück ist da oben noch eine und wenn nicht, dann nicht. Ey, du sollst da nicht hoch. Gott prüft mich. Ich habe Waffen und Werkzeug ergattert. Genug zum Überleben. Der Khan befahl einst, ich solle wie seine Soldaten Bogen schießen und kämpfen lernen. Und ich bin dankbar dafür. Er gab mir seine eigenen Pfeile, die Rüstungen durchschießen. Das Eis versorgt mich mit genug Flüssigkeit. Aber es ist rot von Blut. Die Armee des Propheten bewacht jetzt eine tote Stadt. Das sind nicht die Soldaten, die uns am Stadttor empfangen haben. Sie sind irgendwie verändert. Unter ihnen ist ein Mann, den ich selbst im Kampf erschlagen habe. Den alten Legenden zufolge überlässt jeder, der die göttliche Quelle erblickt hat, ihr seine Seele und erlangt Unsterblichkeit. Wenn das wahr ist, werde ich hier sterben. Begraben mit dem Geheimnis, das ich finden sollte. Nee. Oh, nee, ich hasse euch. Jetzt haben wir Mongolisch auf 2 und ich kann den ganzen Weg zurück zum Monolithen laufen, der hier zum Glück nicht so weit ist. Und vielleicht klärt dieser Monolith uns auch auf, was die Glocke angeht. Hier vielleicht. Hier war ich bestimmt auch schon drin. Ich weiß es nicht. Ja, halt dich fest. Da hätte ich doch eine Glocke reingemacht. Jungs. Oder hier auch so ein schöner Turm. Sagen, die mongolische Grammatik ist kompliziert, aber es liest sich wie Anweisungen. Münzverstecke. 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 Ach, wisst ihr. Ich piepe auf die Glocke. Hab keine Lust mehr hier zu suchen. Mit dem Münzverstecke ist mir auch egal. Jetzt haben wir doch eure eigenen Münzen. Das ist nicht spannend und ich will, dass es weitergeht. Die Glocke ist bestimmt irgendwo da drin. Shit, sie schießen auf mich. Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Na, warte. Ah!
Schlag ihn seinen scheiß Helm ab. Also habe ich ja schon. Schlag ihn seinen scheiß Kopf ein. Wir sind doch für den Nahkampf nicht geeignet. Wow. Nicht auf einer Stelle verharren, Lara. Was? Ihr Schweine! Das Katapult schießt schon mal nicht mehr. Das ist doch ein Anfang. Wobei es ja eigentlich ein Trebuchet ist, ne? Ja, es ist ein Trebuchet und kein Katapult. Aber egal. So, am Ende ist die Glocke jetzt irgendwo da oben. Sekunde. Halt dich fest! Ah! Was haben wir hier? Nein! Nein! Oh, ihr Schweine! Ihr elenden Schweine. Und ich such mir hier einen Wolf und dann ist es hier oben irgendwo versteckt. Oh, ich hasse euch. Eine Vase, gefertigt aus Silber. Sie weist starke Abnutzungserscheinungen auf, zeigt aber ein Porträt des Propheten. Sie müssen begonnen haben, Handel zu treiben. Aha. Auch nochmal Pfeile und sammeln die Federn auf. So, da sie den Bogen zieht, sind wahrscheinlich noch hier irgendwo Feinde. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ein Trebuchet funktioniert. Au! Wer war das? Wo ist der Hund? Sieht aus, als könnte ich das Tor ins Visier nehmen. Wer hat denn hier gerade auf uns geschossen? Ich sehe niemanden. Sieht aus, als könnte ich dieses Ding ausrichten. Vielleicht kann ich das Tor treffen.
Gewehr! Komm, jedes Mal, wenn ich da rangehe. Ist das ein Bug? Weh, es ist ein Bug. Müsste mich auch treffen, wenn ich jetzt hier stehe. Der ist direkt unter mir. Der ist irgendwo hier durchgebackt. Ey, was soll denn der Mann? Also entweder ist der da irgendwo durch den Boden gebackt oder der muss doch hier irgendwo unten sein. Aber hier unten ist keiner. Hier ist nirgendwo irgendwas. Oh, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Hier ist nirgendwo irgendwer. Jetzt aber. Geht doch. Ich muss das Tor niederreißen. Pam, padam, padam, padam. Das muss reichen. Dann mal los. Hui! Sehr cool. Geht doch. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch alle unsere Pfeile wieder neu machen. Ne, die brauchen wir ja auch noch. So. So. Jetzt können wir endlich durchs Tor ohne irgendwelche Bugs. Sehr schön. Problem gelöst. Das war jetzt auch komisch. Kam wahrscheinlich der eine Typ nicht mit. Ich mag es, wenn sie sich abrollt. Hallöchen! Ich bin's.
Feinde in der Nähe? Wo sind denn hier Feinde? Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Na dann. Ich kann hier nichts benutzen, solange ich im Kampf bin. Okay. Ich sehe zwar keinen Feind, wahrscheinlich auch wieder irgendein Bug. Aber gut. Ich würde aber gerne dieses Wandgemälde lesen. Aber es ist mir ja verboten, da ja Feinde in der Nähe sind. Die Pferde wahrscheinlich. Komisch. Können wir da hoch? Nö. Oho. Geh doch drauf! Okay, dann nicht. Stirb! Mein Gott! Planänderung! Leise sein ist vorbei! Kommt doch! Die Wunderflinte will Spaß haben. Das geschafft. Die Kammer der Seelen liegt hinter diesem Tor. Ich brauche nur ein weiteres Katapult. Ja, na dann. Bauen wir uns schnell eins. Ich mag die Schrotflinte und ich mag unser Gewehr. Hat hier vielleicht irgendwer Munition? Ja, sehr schön. Warum auch immer die Schrotflintenmunition dabei haben. Da kommen wir eh nicht hoch. Doch, da müssen wir doch eigentlich hochkommen. Ah ne, das Eis ist da im Weg. Okay. In Ordnung. So weit, so gut. Damit können wir was machen? Das ist eine Art Schleuse? Nee. Ich dachte schon. Zeit, Lara. Du musst die Quelle vor ihnen erreichen. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Genau. Ist das schon wieder so ein großes Gebiet? It seems so. So, erstmal gucken, was auf der Seite noch gibt. Oder ob er nur auf einer Seite lang kommt. Ein Trinkhorn. Oh, recht cool. Unüblich für die byzantinische Kultur. Scheint aus der Gegend um Kiew zu stammen. Trotzdem hübsch. Ich habe auch ein Trinkhorn hier zu Hause. Ist aber nicht ganz so hübsch.
Aber man braucht ja auch kein Trinkhorn mit Gold und was weiß ich. Ich will ja nur draus trinken. Ja, hab dich mal nicht so. In Ordnung. Damit können wir schon mal da hoch. In Ordnung, damit können wir dann später hier runter. Von mir aus auch das. Aber wir können uns hier lang schwingen. Geronimo! Wir müssten ja jetzt eigentlich auch... Jetzt kommen wir auch hier durch. Das hier lesen können, weil der Kampf zu Ende ist. Dieses Wandbild gedenkt der Toten der Schlacht und all jener, die danach an Krankheit und Hunger starben. Schon wieder griechisch. Griechisch. Wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten durch unsere Axtexekution. Bevor ich dich je halten konnte, hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briet ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben, dass wir mehr Zeit gehabt hätten. Ja. Oh, das ist traurig. So eine Geschichte tut mir voll leid. So. Lautlose. Die Landung nach Sprüngen und Stürzen ist immer leise und versucht keine für Feinde hörbare Geräusche. Warum haben wir das noch nicht? Erledigen Sie Gegner geräuschlos, ohne Feinde in Nähe zu erledigen. Warum haben wir das noch nicht? Ich glaube, jetzt haben wir alle sehr, sehr wichtigen Sachen. Grabflüstern? Nett. Ist das der antike Bogen? Ja, Grabflüstern ist der antike Bogen. Frage mich, wo die anderen Teile dafür sind. Ah, wir können Mondschatten aufrüsten. Mit mehr Rückstoßstabilität. Nice. Ach, der macht gar nicht. Der Vorbote macht gar nicht so viel Schaden. Schießt dafür halt schneller. Kipplauflimpe. Flimpe? Kipplaufflinte. So. Wie sieht die denn aus? Okay. Und die normale Pumpgun. Dann haben wir noch die Kipplaufflinte. Ist das irgendwie ein Insider für Doom oder so? Der Vorbote? Ich weiß gar nicht. Nee, nicht Vorbote, sondern Voidhammer. Können wir die aufrüsten? Ja. Mit höherer Nachladegeschwindigkeit, umwickelten Griff. Und dann fehlen uns hier für Federn. Ist hier irgendwie was Besonderes dran? Na, es sieht schon mal cool aus. Voidhammer. Na gut, ich würde sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle. Google nochmal Voidhammer und kann euch dann in der nächsten Folge auch sagen, was genau es bedeutet, wenn ihr es nicht vorher schon getan habt. Dann werden wir mal ein Katapult finden, um dieses Tor zu öffnen. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.